Hallo Leute, willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr euer eigenes Super Smash Bros. Logo erstellen könnt. Jo, als erst, ich zeige es jetzt anhand von der Microsoft Software. Später werde ich dann noch eins raushauen mit OpenOffice und dann später noch eins mit Paint vielleicht. Jo, also auf jeden Fall, was ihr als erstes machen müsst, ist PowerPoint öffnen. Ich habe hier jetzt das PowerPoint 2013 offen. Jo, dann macht ihr einfach eine leere Präsentation und macht eine neue Folie, eine leere Folie, und habt ihr hier quasi so eine Zeichenform drauf. Also da könnt ihr jetzt zeichnen und was ihr halt alles wollt. Und meine Maus flackert. Warum auch immer. Vielleicht seht ihr es, vielleicht seht ihr es aber auch nicht. Jo, ihr geht auf Einfügen, dann auf Formen und dann macht ihr einfach einen Kreis rein. Einfach mal nur ein Kreis. Genau, den füllt ihr dann orange, oder? Na, eher rot. Rot. Und die Formkonjunktur ist auch rot. So. Danach müsst ihr jetzt noch die Größe richtig machen. Also dass der genau immer den gleichen Durchmesser hat, also kreisrund ist. Dann braucht es jetzt ein Viereck, Schrägstrich Rechteck, und macht hier einfach das Rechteck so rein. Ja, dann macht es weiß. Einfach komplett weißeln. Formkonjunktur und den Fülleffekt auf weiß setzen. Dann kopiert ihr das Viereck, kopieren, fügt es ein, und was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst es klein kriegen. Am besten macht ihr das hier im Kreis, so, und ein bisschen kleiner als das andere, und und schon habt ihr euer eigenes Super Smash Brothers Logo. Und Nintendo, kleiner Tipp an euch, macht bitte Logos, die man nicht so leicht fälschen kann. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz original, das Super Smash Brothers Logo, aber ihr wisst, was ich meine. Jo, das war's. So einfach könnt ihr euer Super Smash Brothers Logo erstellen. Und wenn ihr wollt, dass das nicht verändert werden kann in PowerPoint, müsst ihr es einfach gruppieren. Und schon habt ihr euer eigenes Super Smash Brothers Logo. Jo, ihr könnt es dann noch als Grafik abspeichern. Dann klickt ihr einfach nur hier unten drauf als Grafik speichern. Jo, ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Video von und mit mir. Bye bye!